Digga, die sind schon nice, ne? Die werden so eingesammelt, fällt eben gar keinem auf, wenn hier der ein oder andere Sneaker fehlt. Digga, die sind zu wild, zu nice. Der auch auf jeden Fall. Dior, ich weiß gar nicht, wie die heißen. B65 oder so, der ist zu wild, zu wild. Scooterpad, was zum Henker treibst du da? Bruder, nichts, ich chille nur und guck mir ein bisschen deine Schuhe an. Bro, du hast so viele Dreckschuhe, ne? Wenn ein oder zwei fehlen, Digga, fällt sowieso keinem auf. Komm schon, lass diese Filme, leg die Schuhe wieder zurück, aber wenn du willst, kann ich dir den hier geben. Bruder, dein Ernst? Darf ich den behalten? Den Deutsche Gabbana Sneaker mit dem Drip? Oh mein Gott, auch noch aus Monaco. Bruder, ich küsse dein Auge. Was ein Kick. Freunde, ich darf euch mal wieder zu einem neuen Video begrüßen. Ich weiß, die Pack Productions hat mal wieder zugeschlagen. Und falls es euch auch dieses Mal gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Spaß beiseite, wir laufen jetzt hier einmal rückwärts in mein Ankleidezimmer, denn ich möchte euch ein kleines Update geben, wie es mit dem Ausmisten läuft. Wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich hier meine ganzen Pullover, die sonst hier in diesem Fach waren, nach rechts geschoben. Das bedeutet, hier sind jetzt alle Sweater und Hoodies und ein paar T-Shirts, die ich aufgehangen habe. Hier, wo früher die Oberteile waren, sind jetzt die Hosen und hier unten habe ich jetzt quasi ein ganzes leeres Fach. Ja, ganz leer ist es dann doch nicht, sondern hier ist einfach die ganze Kleidung, die ich noch auf Le Bazaar verkaufen werde. Ich glaube, ich habe in den ersten paar Tagen, wo ich das Video dazu rausgehauen habe, dass ich ausmisten werde, bestimmt 20 oder 30 Bestellungen rausgehauen. Und das dauert halt immer ein bisschen, bis man das Ganze ja zur Post bringt. Man will ja auch nicht irgendwie mit 30 Paketen antanzen. Deswegen verzeiht mir, dass da jetzt erstmal so eine kleine Pause eingelegt wurde. Aber ihr seht selbst, Freunde, da ist einiges noch am Start, was rausgehauen werden muss und wie bereits erwähnt, all das wird natürlich auf Le Bazaar für ein Stil, Freunde, da haben sich wirklich einige drüber gefreut, rausgehauen und ansonsten bin ich derzeit echt am überlegen, ob ich nicht euch meine gesamte Sneaker-Sammlung zeigen soll. Ich habe Real Talk in der ganzen Zeit, wo ich YouTube mache, noch kein einziges Mal in einem Video gebündelt meine gesamten Schuhe gezeigt und irgendwie hätte ich Bock, das mal zu machen, weil ich glaube, mittlerweile auf einem Stand bin, wo man das eine Sneaker-Sammlung nennen kann. Also, bitte versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht irgendwie einen auf abgehoben machen oder so, aber ich finde es halt so ein bisschen komisch, wenn man, weiß ich, 5 Sneaker hat und dann von irgendeiner Sammlung spricht. Vielleicht versteht ihr, was ich meine, aber wenn ihr mal Bock habt, Freunde, Real Talk, dass ich jetzt am Sonntag auf dem Hauptkanal dann allerdings meine gesamten Schuhe zeige, dann, ja, schreibt mal gerne den Hashtag Kollektion unten in die Kommentare und bei 1 Milliarde Daumen nach oben. Nein, Spaß beiseite. Falls ihr darauf Bock habt, dann können wir das gerne mal raushauen, auch wenn das Video dann vielleicht ein bisschen länger geht, weil ja, mit der Zeit hat sich da echt einiges angesammelt und wenn ich so ein Video mache, dann bin ich auch ganz ehrlich zu euch, dann muss ich euch wirklich jeden einzelnen Schuh zeigen. Ich bin jetzt nicht irgendwie so, dass ich mir davon die 10 geilsten rauspicke, sondern wirklich, dann wird jeder Schuh zumindest einmal in die Kamera gehalten, kurz gesagt, was das für ein Schuh ist und vielleicht noch das ein oder andere Wort ausgesprochen und das könnte natürlich bei der Anzahl sich etwas in die Länge ziehen. Aber hey Freunde, deswegen frage ich euch vorab, ob ihr darauf Bock habt. Und wenn wir jetzt hier mal runtersteppen, dann sehen wir hier direkt ein neues Paar Schuhe, was ich mir letzte Woche Donnerstag gegönnt habe. Ich habe auf Twitch schon gespoilert, was das für ein Schuh ist und ich war wirklich überrascht, wie viele Leute den gehatet haben. 80%, die beim Livestream dabei waren, fanden diesen Schuh wirklich Kacke. Und ich dachte jetzt auf Ernst, viele feiern den. Irgendwie, keine Ahnung, ob ich da einfach falsch gelegen habe oder vielleicht waren einfach im Chat Leute anwesend, die den Schuh einfach nicht gefühlt haben. Deswegen bin ich umso gespannter, was ihr jetzt zu diesem Schuh sagt, ob ihr ihn feiert oder nicht. Der war in einigen Größen direkt ausverkauft. Ich glaube, mittlerweile findet man noch den einen oder anderen Online-Store, wo die verfügbar sind. Falls ja, Freunde, dann packe ich euch alle Links natürlich wie immer unten in die Beschreibung. Ich habe meinen jetzt, das ist jetzt auch kein Sponsoring oder so, bei Asphalt Gold gekauft. Der hat 120 Euro gekostet und ist in der Zusammenarbeit mit einem Rapper entstanden. Und ich würde vorschlagen, bevor ich hier noch weiter um den heißen Brei rede, gucken wir uns an, was in der Kiste drin ist. Wahrscheinlich ist das eine Kiste, oder? Einfach eine Packung Gummibärchen hier drin. Dann hier noch so eine kleine Tüte, keine Ahnung, was das ist. Ach krass, die packen quasi in das Paket Geschenkpapier mit rein, dass wenn ihr den Schuh verschenken wollt, direkt ja, Geschenkpapier am Start habt. Also feiere ich auf jeden Fall. Hier dann nochmal so ein paar komische Sticker und so eine Kordel zum Einwickeln. Auf jeden Fall eine coole Idee. Aber viel interessanter ist der Schuh, der sich in diesem Camouflage-Schuhkarton befindet. Wie ihr vielleicht sehen könnt, steht hier, ja, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, aber ASAP Nast steht hier quasi drauf. Und es ist in der Zusammenarbeit mit
Converse entstanden. Da sind, glaube ich, lass mich nicht lügen, zwei verschiedene Colorways rausgekommen. Einmal ein roter und den schwarzen, den ich mir gegönnt habe. Bam, Freunde, hier haben wir das gute Stück. Es ist quasi ein Chuck mit Top, würde ich sagen. Mit diesen Flammen hier drauf, die auch reflektieren im Dunkeln, beziehungsweise wenn man da mit einem Kamerablitz drauf scheint. Was ich gerade sehe, ist, dass es noch zusätzlich diese grünen Laces hier dazu gibt. Bin ich jetzt ehrlicherweise nicht so ganz der Fan von. Ich werde mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit die schwarzen dran lassen. Aber die silbernen Flammen hier an der Seite gefallen mir echt richtig gut. Da ist ja auch vor kurzem der normale Chuck rausgekommen, wo es diese feurigen Flammen, nenne ich sie jetzt einfach mal, zu kaufen gab. Da war ich echt am Überlegen, ob ich mir den gönne. Dann habe ich gesehen, dass der hier rauskommen soll und dann fand ich den wirklich nochmal ein Stück cooler. Aus dem Grund, dass hier Silberakzente vorhanden sind und ihr wisst, der Scooter-Pad trägt halt sehr, sehr viel Silber und da dachte ich mir, dass das ja ein Must-Cop für mich ist. Es ist aus so einem Kordmaterial, was jetzt an und für sich auch einen guten Eindruck macht. Hier hinten noch mit dem Stern drauf und vorne die Toe-Box ist halt auch nochmal so ein bisschen hervorgehoben, weil die quasi so einen kleinen Huckel hat. Ich habe mich jetzt für die Schuhgröße 41 entschieden, einfach aus dem Grund, weil es keine 42 gab, sondern die nächstgrößere Größe wäre dann 42,5 gewesen und da dachte ich einfach, dass es mir wahrscheinlich eine Nummer zu groß sein wird. Aber ich teste das Ganze einfach mal für euch aus und passt tatsächlich wie angegossen. Ich habe immer was zwischen 41 und 42 und die 41 tut es auf jeden Fall und ich freue mich auf jeden Fall mit diesem Schuh in naher Zukunft ein Instagram-Bild mit rauszuhauen. Also falls ihr mit diesem Schuh ein Fitpick sehen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram und ich sehe gerade sogar, dass die Schuhsohle an sich blau ist. Ich muss sagen, passt zwar zu dem Colorway, gerade auch mit dem Silber hier richtig gut, wobei ich das Grau hier vermutlich bevorzugt hätte. Aber schreibt mir mal wirklich jetzt eure Meinung zu diesem Schuh unten in die Kommentare. Würde mich wirklich brennend interessieren, ob ich der Einzige bin, der den Lid findet oder hatte der Livestream-Chat recht, dass der Schmutz ist. Eure Meinung unten in die Kommentare. Wir sehen uns natürlich schon am Donnerstag oder schon morgen auf dem neuen Kanal mit einem neuen Video wieder. Und am Donnerstag hier um 18 Uhr auf dem Vlogging-Kanal dann mit den Winter Essentials. Da hatte ich ja schon angekündigt, dass ich euch nochmal meine Winterschuhe zeigen will, die ich für diesen Winter anziehen werde. Und noch ganz viel anderer Stuff. Ich bin jetzt erstmal raus.